Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste! Also ich finde es ja ehrlich gesagt gut, dass die Grüne Woche längst nicht mehr nur Messe ist. Übrigens ist der Besuch dort auch ein sehr spannendes, leider unterdessen auch teures Vergnügen, das sich unterdessen wirklich nicht mehr jeder leisten kann, daran sei auch mal erinnert. Aber sie hat sich eben längst gemausert zu einem mehr oder weniger willkommenen Anlass für politische Debatten. Und ist das auch gut so? Zumindest solange es kulturvoll und sachlich zugeht. Denn ich jedenfalls will keine sogenannten postfaktischen Echoräume als Parallelwelten, in denen man sich nur noch ewige Wahrheiten um die Ohren schlägt. Ich denke, das sollten wir alle verweigern. Das spricht übrigens überhaupt nicht gegen Emotionen in der Debatte. Im Gegenteil, ich bin sogar fest davon überzeugt, dass man gute Agrarpolitik eben nur mit Leidenschaft machen kann. Und weniger Selbstgerechtigkeit und weniger Selbstgewissheit tut, glaube ich, jeder Debatte gut. Real existierende Probleme aber offen und klar anzusprechen auch. Und die Welt gerät doch gerade aus den Fugen, nicht nur im Großen, sondern auch an vielen kleinen Baustellen. Die Anträge zu dieser Debatte zeigen das. Ja, die Grünen haben alles mal vorgelegt, was sie schon immer mal zur Landwirtschaft gesagt haben. Aber die Ursachen der Probleme sind aus linker Sicht viel grundsätzlicher. Selbst wenn alle sinnvollen Forderungen umgesetzt würden, wäre manches vielleicht besser, aber doch längst nicht alles gut. Und es geht doch längst nicht mehr nur darum, dass die eine oder andere Schräubchen nicht mehr richtig fasst. Nein, das ganze System stottert und das System ist falsch. Weil immer weniger Konzerne über das Saatgut, Molkereien, Schlachthöfe und Supermärkte bestimmen, was im Stall und auf dem Feld passiert. Und sie profitieren von diesem System, das Menschen und Natur ausbeutet. Wer das wirklich ändern will, muss deshalb die Strukturen infrage stellen und wenigstens im ersten Schritt ihre Macht begrenzen. So wie jetzt darf es jedenfalls nicht weitergehen. Gerade in den ländlichen Räumen und in der Land- und Forstfischereiwirtschaft rächt sich dieser Systemfehler besonders. Wie reagieren denn Menschen in den Dörfern, wenn sie keine Einkommensperspektiven haben? Wenn sie nicht mehr von A nach B kommen, aber die Ärztin auch nicht mehr zu ihnen? Wenn sie nicht neben 400.000 Hühnern oder 60.000 Schweinen oder 100 Windrädern leben wollen? Dann werden sie die Dörfer verlassen, wenn wir das nicht verhindern. Und das löst auch übrigens die Probleme überhaupt nicht, sondern hinterlässt noch neue. Denn die Schulen und die Kitas, die nicht mehr gebraucht werden, müssen abgerissen werden, um sie dann in den Städten, wo die Menschen ankommen, wieder aufzubauen. Das ist volkswirtschaftlicher Schwachsinn. Und wenn die Menschen weg sind, wer produziert denn dann die regionalen Lebensmittel, die wir alle wollen? Wer verarbeitet sie? Wer verkauft sie? Und wenn die Menschen die Verbindung zum Dorf und zur Landwirtschaft verloren haben, verkaufen sie doch vielleicht den Acker und die Wiese und den Wald ihrer Familie. Und leider eben häufig nicht an die Ortsansässigen, sondern an Meistbietende, wie ich in meinem Prignitz-Ruppiner Landwahlkreis immer wieder erlebe. Und diesen Heuschrecken sind doch aber gute Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen im Dorf, in der Landwirtschaft oder der Erhalt der Natur egal. Das treibt nur ihre Kosten hoch und senkt ihre Gewinne. Die Zeche für diesen Raubbau an Mensch und Natur zahlen wir alle. Und deswegen darf es so nicht weitergehen. Die Landwirtschaft ist auf intakte Ökosysteme und fruchtbare Böden angewiesen. Deshalb sagte man eben früher, ein reicher Bauer hat arme Söhne. Aber auch faire Einkommen, gute Bildung und funktionierende Dorfgemeinschaften sind wichtig. Und auch hier ist der Spruch richtig. Stadt und Land Hand in Hand. Denn lebendige Dörfer sind doch kein Selbstzweck, sondern Voraussetzung dafür, dass gesunde und regionale Lebensmittel produziert werden. Dann geht es eben auch den Städten besser. Es macht doch Sinn, wenn aus der Logik auszusteigen, deshalb möglichst viel, möglichst billig zu produzieren. Es macht Sinn, das Wohl der Tiere zu verbessern, aber eben auch das Wohl der Menschen, die sie betreuen. Es macht Sinn, die Dörfer nicht kaputt zu sparen, weil man pro Kopf rechnet. Denn natürlich sind Straßen in dünn besiedelten Regionen pro Einwohner länger und ihr Unterhalt damit teurer. Dafür braucht man keinen Mathe-Leistungskurs. Also nicht pro, sondern mit dem Kopf rechnen. Jedenfalls bin ich froh, dass diese Diskussion zur Landwirtschaft und zu den ländlichen Räumen endlich eingefordert und auch geführt wird. Selbst wenn manche Debatten überzogen sind, ja, und vielleicht auch manchmal die Sachkenntnis fehlt. Aber als Linke ist mir besonders wichtig, mit den Betroffenen zu diskutieren und nicht über sie. Denn sie gehören zu den wahren Verlierern dieses falschen Systems, selbst wenn sie das selbst manchmal nicht so sehen oder noch nicht sehen. Als Gesetzgeber haben wir jedenfalls nach meiner Überzeugung ganz klar einen Auftrag.
Wir haben die Würde aller Menschen zu sichern. Und ich ergänze den Respekt für die Natur ebenso. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Jetzt hat Christina Jans-Hermann für die SPD-Fraktion das Wort.